Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Freitag, den 14. Juli. Mareike Krüger wagt den Schritt in die Selbstständigkeit, um Beruf und Familie vereinbaren zu können. Zur Anschubfinanzierung ihrer Tätigkeit als Tagesmutter der neuen Großtagespflegestelle in Marklohe hat die 30-jährige Erzieherin eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Neues Team, neue Leitung. Antje Bergemann-Schmedeke und ihre Stellvertreterin Chantal Büscher leiten jetzt die Kindertagesstätte Simsalabim in Lesering. Ordentlich strampeln für den Spaß. Von Aquazumba bis zum Radfahren im Wasser stand beim Kinderfitnesstag des Nienburger Ferienpasses im Weser-Wie viel Unterhaltsames auf dem Plan. Der Stolzenauer Gewerbeverein hat derzeit alle Hände voll zu tun, denn bis zum geplanten Stadtfest sind es nur noch 7 Wochen. Das Bühnenprogramm für den Samstag, 2. September, steht bereits fest. Und auch für den Sonntag sind schon zahlreiche Akteure im Boot. Zum Sport. Im Fußball wie im Journalismus sind Flexibilität und Spontanität gleichermaßen gefragt. Die Hake um Sportchef Stefan Schwirsch fragte kurzerhand per WhatsApp beim Manager des Bundesligisten Hamburger SV, Jens Todt, nach einem Interview und wurde kurz darauf in Rothenburg-Wümme empfangen. Zu lesen ist es in unserer Freitagausgabe. Zur Einweihung der neuen Tribüne hatte sich die SG Hohe etwas Besonderes einfallen lassen und die Drittliga-Fußballer der U23 des SV Werder Bremen eingeladen. Am Ende gewannen die jungen Werder-Profis, zu denen wohl auch der Rehburger Levent Ajicek letztmals zählte, mit 8:1 gegen die verstärkte SG. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Freitag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.